Christbaum und Hochzeit von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Christbaum und Hochzeit von Fjodor Michailowitsch Dostojewski aus den Aufzeichnungen eines Unbekannten. Neulich sah ich eine Hochzeit. Doch nein, ich will Ihnen lieber von einer Christbaumfeier erzählen. Die Hochzeit war schön, sie gefiel mir sehr, aber die andere Feier war noch schöner. Ich weiß nicht warum, doch als ich die Hochzeit sah, musste ich an die Christbaumfeier denken. Diese sah ich aber bei folgender Gelegenheit. Vor genau 5 Jahren war ich am Silvesterabend zu einem Kinderball eingeladen. Der Gastgeber war ein sehr bekannter Geschäftsmann mit viel Verbindungen, Bekanntschaften und Intrigen, so dass der Kinderball wohl mehr ein Vorwand für die Eltern war, zusammenzukommen, um auf eine scheinbar harmlose und zufällige Weise von anderen, wichtigeren Dingen zu sprechen. Ich war in die Gesellschaft ganz zufällig hineingeraten, hatte keinerlei Beziehungen zu den interessanten Dingen, die da besprochen wurden, und konnte daher den Abend ganz unabhängig verbringen. Da war noch ein Herr anwesend, wohl auch ein Fremder in der Gesellschaft, der gleich mir ganz zufällig zu dem Familienfeste gekommen war. Er fiel mir vor allen anderen in die Augen. Es war ein schlanker, hagerer Herr, von sehr solidem Äußern und sehr anständig gekleidet. Offenbar interessierten ihn die Freuden des Festes und des Familienglücks sehr wenig. Sobald er in eine Ecke ging und sich unbeobachtet glaubte, hörte er sofort zu lächeln auf und zog seine schwarzen, dicken Brauen zusammen. Außer den Hausherrn kannte er niemand von der Gesellschaft. Man sah ihm an, dass er sich tödlich langweilte, doch entschlossen war, die Rolle eines heiteren und fröhlichen Gastes bis ans Ende durchzuhalten. Später erfuhr ich, dass dieser Herr aus der Provinz gekommen war, um in der Hauptstadt irgendein sehr wichtiges und schwieriges Geschäft abzuwickeln, dass er einen Empfehlungsbrief an den Gastgeber mitgebracht hatte, dass dieser Letztere ihn durchaus nicht con amore protegierte und ihn nur aus Höflichkeit zu seinem Kinderball eingeladen hatte. Karten spielte man nicht, eine Zigarette wurde ihm nicht angeboten, niemand zog ihn ins Gespräch, vielleicht weil man den Vogel gleich an den Federn erkannt hatte. Und so war mein Herr genötigt, um mit seinen Händen nur etwas anzufangen, den ganzen Abend seinen Backenbart zu streicheln. Dieser Backenbart war aber wirklich außergewöhnlich schön. Doch er streichelte ihn so eifrig, dass man bei seinem Anblick entschieden denken musste, der Backenbart sei zuerst erschaffen worden und dann erst der Herr, nur um ihn zu streicheln. Außer dieser Gestalt, die am Familienglück des Hausherrn, dieser hatte übrigens 6 wohlgenährte kleine Söhne, auf die angedeutete Weise teilnahm, erregte noch ein anderer Herr mein Gefallen. Dieser war ganz anders geartet. Er war nämlich eine Persönlichkeit. Man nannte ihn Julian Mastakowitsch. Beim ersten Blick konnte man erkennen, dass er hier Ehrengast war und in denselben Beziehungen zum Hausherrn stand, wie dieser Letztere zu dem Herrn mit dem Backenbart. Dieser Herr und die Dame des Hauses sagten ihm unzählige Komplimente, machten ihm den Hof, schenkten ihm eifrig vom Besten ein und stellten ihm alle anderen Gäste vor. Doch ihn selbst stellte man niemandem vor. Ich bemerkte, wie in die Augen des Hausherrn Freudentränen traten, als dieser Gast meinte, er hätte selten einen Abend so angenehm verbracht wie diesen. Eine solche Persönlichkeit flößt mir immer einige Angst ein, und darum zog ich mich, nachdem ich die Kindergesellschaft genügend bewundert hatte, in einen kleinen Salon zurück, der ganz leer war, und setzte mich in eine Efeulaube, welche fast die Hälfte des Zimmers einnahm. Die Kinder waren ganz außerordentlich lieb und wollten, trotz aller Ermahnungen ihrer Gouvernanten und Mütter, um keinen Preis den Erwachsenen gleichen. Sie plünderten in einem Augenblick den ganzen Weihnachtsbaum bis zum letzten Bonbon und zerbrachen die Hälfte der Spielsachen, noch bevor sie erfahren hatten, für wen jeder einzelne bestimmt war. Besonders nett war ein Knabe mit Lockenkopf und schwarzen Augen, der mich einige Mal mit seinem hölzernen Gewehr erschießen wollte. Noch mehr fiel mir aber seine Schwester auf, ein Mädchen von etwa 11 Jahren, lieblich wie ein Engel, still und verträumt,
blass, mit großen, versonnenen Augen. Die anderen Kinder hatten sie irgendwie beleidigt, und darum zog sie sich in den Salon zurück, wo ich saß, und begann in einem Winkel mit ihrer Puppe zu spielen. Die Gäste zeigten mit großem Respekt auf einen reichen Branntweinpächter, der ihr Vater war, und jemand bemerkte im Flüsterton, dass für sie als Mitgift bereits 300.000 Rubel zurückgelegt seien. Ich wandte mich um, um mir die Leute anzusehen, die sich für diese Mitteilung besonders interessierten, und mein Blick fiel auf Julian Mastakowitsch, der, die Hände im Rücken und den Kopf etwas zur Seite geneigt, besonders aufmerksam dem Geschwätz der übrigen Herren lauschte. Später musste ich die Weisheit bewundern, die der Hausherr bei der Verteilung der Geschenke an die Kinder zeigte. Das Mädchen, das bereits 300.000 Rubel besaß, bekam eine überaus kostbare Puppe. Dann folgten im absteigenden Werte die übrigen Geschenke, je nach der absteigenden Position der Eltern dieser glücklichen Kinder. Ganz zuletzt kam ein etwa 10-jähriger kleiner Junge, schwächlich, klein, mit Sommersprossen und rötlichem Haar, der nur einen Band Erzählungen bekam, die alle von der Erhabenheit der Natur, von Tränen der Empfindsamkeit und dergleichen handelten, doch ohne Bilder und sogar ohne Vignetten. Er war der Sohn der Gouvernante des Hauses, einer armen Witwe, und schien sehr scheu und verschüchtert. Er trug ein ärmliches Jäckchen aus Nanking. Nachdem er sein Buch bekommen hatte, ging er lange um die anderen Spielsachen herum. Er hatte große Lust, mit den anderen Kindern zu spielen, wagte es aber nicht. Man sah ihm an, dass er seine Stellung im Hause durchaus begriff. Ich liebe es sehr, Kinder zu beobachten. Es ist außerordentlich interessant, wenn sich in ihnen die ersten Regungen eines selbstständigen Lebens bemerkbar machen. Ich merkte, dass der rothaarige Junge von den Spielsachen der anderen Kinder und besonders vom Puppentheater, in dem er irgendeine Rolle spielen wollte, so mächtig angezogen war, dass er sogar zu einem Kriecher wurde. Er lächelte den anderen Kindern zu, machte ihnen den Hof, schenkte einem aufgedunsenen Bengel, der bereits einen ganzen Haufen Näschereien in seinem Taschentuch hatte, seinen Apfel und ließ sich sogar herab, einen anderen Bengel Huckepack zu tragen, und alles nur, um am Theater mitspielen zu dürfen. Doch nach einigen Minuten wurde er von einem besonders frechen Jungen ordentlich verprügelt. Der arme Knabe wagte nicht zu weinen. Nun erschien die Gouvernante, seine Mutter, und sagte ihm, dass er die anderen Kinder in ihrem Spiele nicht stören solle. Der Knabe ging in denselben Salon, wo schon das Mädchen saß. Sie ließ ihn zu sich heran, und beide Kinder begannen mit großem Eifer, die kostbare Puppe anzukleiden. Ich saß schon eine halbe Stunde in der Efeulaube und war beim Gespräch des rothaarigen Jungen mit dem hübschen Mädchen, das eine Mitgift von 300.000 Rubel besaß, beinahe eingenickt, als plötzlich Julian Mastakowitsch ins Zimmer trat. Irgendeine Streitigkeit unter den Kindern hatte die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich gezogen, und er schlich sich unbemerkt aus dem Saale hinaus. Ich hatte bemerkt, wie er kurz vorher mit dem Papa der zukünftigen reichen Braut, mit der er soeben erst bekannt geworden war, über die Vorzüge irgendeiner Beamtenlaufbahn vor einer anderen gesprochen hatte. Nun stand er in Nachdenken versunken da und schien etwas an den Fingern zu rechnen. 300, 300, flüsterte er. 11, 12, 13, bis 16 sind noch 5 Jahre. Nehmen wir an, 4 auf 100 macht 12. 5 mal 12 macht 60. Nun auf diese 60. Im Ganzen werden es in 5 Jahren 400 sein. Ja, nicht übel. Er wird sie aber nicht zu 4 auf 100 liegen haben, der Spitzbube. Der wird schon 8 oder gar 10 für 100 nehmen. Es werden also wenigstens 5 mal 100.000 sein, das ist sicher. Und der Rest geht dann für die Aussteuer. Er beendigte seine Berechnungen, schneuzte sich und wollte schon das Zimmer verlassen, als er plötzlich das Mädchen bemerkte. Ich saß hinter den Blumentöpfen und er konnte mich nicht sehen. Er schien mir sehr aufgeregt zu sein. Ob es das Resultat seiner Berechnungen war oder irgendetwas anderes, das auf ihn so wirkte, weiß ich nicht. Er rieb sich die Hände und konnte nicht ruhig auf einem Flecke stehen. Mit immer wachsender Erregung warf er einen zweiten, sehr entschlossenen Blick auf die künftige Braut. Er wollte auf sie zugehen, sah sich aber zunächst argwöhnisch um. Und dann näherte er sich auf Zehenspitzen wie schuldbewusst dem Kinde. Er lächelte der Kleinen zu, beugte sich über sie und küsste sie auf den Kopf. Das Kind, das den Überfall nicht erwartet hatte, schrie erschrocken auf. »Was machen Sie hier, liebes Kind?« fragte er flüsternd.
Dabei sah er sich im Kreise um und tätschelte zugleich dem Mädchen die Wangen. »Wir spielen!« »So, mit dem da!« Julian Mastakowitsch schielte auf den Knaben. »Du solltest doch lieber in den Saal gehen, mein Freund«, sagte er zu ihm. Der Knabe schwieg und starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Julian Mastakowitsch sah sich noch einmal um und beugte sich wieder zur Kleinen. »Haben Sie ein Püppchen da, liebes Kind?« fragte er sie. »Ja, ein Püppchen«, antwortete das Mädchen schüchtern und verzog etwas das Gesicht. »So, ein Püppchen. Und wissen Sie, liebes Kind, woraus Ihr Püppchen gemacht ist?« »Ich weiß nicht«, antwortete die Kleine kaum hörbar und senkte ihr Köpfchen. »Aus Läppchen, mein Schatz. Du solltest noch lieber in den Saal zu deinen Freunden gehen, mein Junge«, sagte Julian Mastakowitsch mit einem strengen Blick auf den Knaben. Das Mädchen und der Junge machten unzufriedene Gesichter und fassten sich bei den Händen. Sie wollten sich nicht trennen. »Und wissen Sie, warum man Ihnen das Püppchen geschenkt hat?«, fragte Julian Mastakowitsch weiter, seine Stimme mehr und mehr dämpfend. »Ich weiß nicht.« »Nun, weil Sie die ganze Woche über ein liebes und wohlerzogenes Kind gewesen sind.« Nun sah sich Julian Mastakowitsch, dessen Aufregung wohl ihren Höhepunkt erreicht hatte, wieder um, dämpfte noch mehr seine Stimme und fragte kaum hörbar und bebend, »Und werden Sie mich lieben, liebes Kind, wenn ich zu Ihren Eltern zu Besuch komme?« Bei diesen Worten wollte er das liebe Mädchen wieder küssen, doch der rothaarige Knabe, welcher sah, dass das Mädchen dem Weinen nahe war, fasste sie an den Händen und begann aus Mitgefühl zu heulen. Julian Mastakowitsch wurde nun ernsthaft böse. Geh weg von hier«, schrie er den Kleinen an. »Geh in den Saal, zu deinen Freunden.« »Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Gehen Sie doch weg«, sagte das Mädchen. »Lassen Sie ihn in Ruhe, lassen Sie ihn.« Sie weinte schon beinahe. An der Türe ließ sich ein Geräusch vernehmen. Julian Mastakowitsch erschrak und reckte seinen majestätischen Leib. Noch mehr als er aber erschrak der rothaarige Junge. Er ließ das Mädchen stehen und schlich sich leise an der Wand entlang aus dem Salon ins Esszimmer. Um jeden Verdacht von sich abzulenken, begab sich Julian Mastakowitsch gleichfalls ins Esszimmer. Er war rot wie ein Krebs, und als er sich zufällig in einem Spiegel erblickte, schien er sich vor sich selbst zu schämen. Vielleicht ärgerte er sich über seine eigene Übereilung und Ungeduld. Vielleicht hatte ihn vorher seine Berechnung an den Fingern so sehr begeistert und entzückt, dass er seine ganze Gesetztheit und Würde außer Acht ließ und sich wie ein dummer Junge zu handeln entschloss, der den Gegenstand seines Schwärmens im Sturme zu erobern versucht, obwohl dieser Gegenstand erst in mindestens 5 Jahren ein wirklicher Gegenstand werden kann. Ich folgte dem würdigen Herrn ins Esszimmer, und meinen Augen bot sich ein seltsames Schauspiel. Julian Mastakowitsch, der vor Ärger und Bosheit ganz rot geworden war, suchte den rothaarigen Knaben aus dem Esszimmer zu verjagen. Doch der Knabe zog sich vor ihm immer weiter zurück und wusste schließlich nicht, wohin er sich in seiner Angst verkriechen sollte. »Geh hinaus, geh hinaus! Was machst du hier, frecher Bengel? Stiehlst wohl Obst vom Tische, was? Du stiehlst Obst! Geh hinaus, rotznasiger Taugenichts, geh zu deinen Freunden!« Der erschreckte Knabe entschloss sich zum äußersten Mittel und rettete sich unter den Tisch. Nun nahm der wütende Verfolger sein langes Batisttuch aus der Tasche und versuchte damit den Knaben, der ganz still und verängstigt unter dem Tische kauerte, herauszupeitschen. Ich muß bemerken, dass Julian Mastakowitsch ziemlich korpulent war. Ein sattes, rotbackiges, stämmiges Männchen mit ziemlichen Embonpoint und fetten Schenkeln, rund wie eine Nuss. Er schwitzte und schnaubte entsetzlich und war über und über rot. Allmählich geriet er in Raserei, so groß war sein Zorn und vielleicht auch, wer kann es wissen, seine Eifersucht. Ich lachte aus vollem Halse auf. Julian Mastakowitsch wandte sich nach mir um und wurde, trotz seiner ganzen majestätischen Würde, furchtbar verlegen. In diesem Augenblick zeigte sich an der entgegengesetzten Tür der Herr des Hauses. Der Knabe kroch unter dem Tische hervor und wischte sich die Knie und Ellenbogen ab. Julian Mastakowitsch beeilte sich, sein Taschentuch, das er noch an einem Zipfel in der Hand hielt, an die Nase zu führen, als wollte er sich gerade schneuzen. Der Hausherr sah uns drei etwas erstaunt an, doch als ein Mann, der das Leben kennt und es stets von der ernsten Seite nimmt, nützte er sofort die Gelegenheit aus, den Gast ohne viele Zeugen sprechen zu können. »Da ist der Knabe«, sagte er auf den Rothaarigen zeigend, »für den ich mich vorhin bei Ihnen zu verwenden erlaubte.« »Ach so«, erwiderte Julian Mastakowitsch, der sich noch nicht ganz erholt hatte. »Der Sohn der Gouvernante meiner Kinder,
fuhr der Hausherr in bittendem Tone fort. »Seine Mutter ist eine arme Frau, die Witwe eines sehr ehrlichen Beamten, und darum, wenn es möglich ist, Julian Mastakowitsch.« »Ach nein, nein«, fiel ihm Julian Mastakowitsch hastig ins Wort. »Sie müssen mich entschuldigen, Philipp Alexejewitsch, aber es geht wirklich nicht. Ich habe mich erkundigt, es gibt keine einzige Freistelle. Und wenn es auch eine gäbe, so warten auf sie bereits 10 andere Kandidaten, die alle mehr Anrecht haben als er. Es tut mir wirklich sehr leid.« »Schade«, sagte der Hausherr, »denn er ist ein stilles und bescheidenes Kind.« »Ein unerzogener Bengel, wie ich sehe«, entgegnete Julian Mastakowitsch, seinen Mund hysterisch verziehend. »Geh weg, Junge! Was stehst du da? Geh doch zu deinen Freunden«, sagte er, sich wieder an den Knaben wendend. Er konnte sich offenbar nicht mehr beherrschen und schielte mit einem Auge auf mich. Auch ich konnte mich nicht beherrschen und lachte ihm gerade ins Gesicht. Julian Mastakowitsch wandte sich sofort wieder weg und fragte den Hausherrn so demonstrativ, dass ich es merken musste, wer dieser sonderbare junge Mann sei. Sie begannen beide zu flüstern und verließen das Zimmer. Ich sah noch, wie Julian Mastakowitsch, den Erklärungen des Hausherrn zuhörend, misstrauisch den Kopf schüttelte. Als ich genug gelacht hatte, kehrte ich in den Saal zurück. Der große Mann stand, von Vätern und Müttern umgeben, da und sprach mit großer Begeisterung auf eine Dame ein, zu der man ihn eben herangeführt hatte. Die Dame hielt das Mädchen an der Hand, mit dem Julian Mastakowitsch soeben den Auftritt im Salon gehabt hatte. Jetzt erging er sich in begeisterten Lobsprüchen auf die Schönheit, die Talente, Grazie und Wohlerzogenheit des schönen Kindes. Er machte der Mutter ganz offenbar den Hof. Die Mutter hörte ihm zu, vor Entzücken beinahe weinend. Der Mund des Vaters lächelte. Der Hausherr freute sich über die allseitigen Freudenergüsse. Selbst alle Gäste nahmen ihren Anteil daran, und sogar die Kinder mussten ihre Spiele abbrechen, um das Gespräch nicht zu stören. Die ganze Luft war von Ehrfurcht erfüllt. Ich hörte später, wie die bis ins Innerste ihrer Seele gerührte Mutter des interessanten Mädchens Julian Mastakowitsch in gewählten Ausdrücken bat, ihr die besondere Ehre zu erweisen und ihr Haus mit seinem Besuch zu beehren. Ich hörte, mit welch echten Entzücken Julian Mastakowitsch die Einladung annahm und wie nachher alle Gäste, nachdem sie sich, wie es der Anstand gebot, nach verschiedenen Seiten zerstreut hatten, ein Loblied anstimmten auf den Branntweinpächter, auf seine Gemahlin, auf das Töchterchen und ganz besonders auf Julian Mastakowitsch. »Ist dieser Herr verheiratet?« fragte ich ziemlich laut einen meiner Bekannten, der Julian Mastakowitsch am nächsten stand. Julian Mastakowitsch warf mir einen prüfenden, bösen Blick zu. »Nein«, gab mir mein Bekannter zur Antwort. Er war über meine absichtliche Taktlosigkeit bis in die Tiefe seines Wesens gekränkt. Neulich ging ich an der X-Kirche vorbei. Die große Menschenansammlung vor dem Kirchenportal fiel mir auf. Alle sprachen von einer Hochzeit. Der Tag war trüb, und da es gerade etwas zu regnen anfing, drängte ich mich mit der Menge in die Kirche hinein. Hier sah ich den Bräutigam. Es war ein kleines, sattelsrundes Männchen mit ziemlichem Embonpoint und sehr geputzt. Er lief geschäftig hin und her und traf die letzten Vorbereitungen. Bald begann man zu flüstern, dass die Braut soeben angekommen sei. Ich drängte mich vor und erblickte eine wunderbare Schönheit, mit allen Reizen des ersten Lenzes geschmückt. Doch die Schöne war blass und traurig. Sie blickte zerstreut um sich, und es schien mir sogar, dass ihre Augen von Tränen gerötet seien. Die antike Strenge ihrer Gesichtszüge verlieh ihrer Schönheit etwas Ernstes und Majestätisches. Doch durch diese Strenge und Feierlichkeit, durch diese Traurigkeit hindurch leuchtete noch die ganze Unschuld ihrer frühen Jugend. Aus ihrem ganzen Wesen sprach etwas unsagbar Naives, Weiches, Kindliches, das ohne Worte um Gnade zu flehen schien. Man sagte, sie sei erst kaum 16 Jahre alt. Ich sah mir den Bräutigam noch einmal aufmerksam an und erkannte in ihm Julian Mastakowitsch, den ich seit 5 Jahren nicht gesehen hatte. Dann sah ich wieder auf die Braut. Mein Gott! Ich bemühte mich, die Kirche so schnell als möglich zu verlassen. Im Publikum sprach man davon, dass die Braut sehr reich sei, dass sie eine Mitgift von 5×100.000 Rubeln in bar besitze und dazu noch eine Aussteuer im Werte von so und so viel. Die Rechnung hat also gestimmt, sagte ich mir, auf die Straße tretend. Ende von Christbaum und Hochzeit.
Fink und Frosch von Wilhelm Busch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fink und Frosch von Wilhelm Busch. Das Gelegenheitsgedicht. Im Apfelbaume pfeift der Fink sein Pinke-Pink. Ein Laubfrosch klettert mühsam nach bis auf des Baumes Blätterdach und bläht sich auf und quakt: Ja, ja, Herr Nachbar, ich bin auch noch da. Und wie der Vogel frisch und süß sein Frühlingslied erklingen ließ, gleich muß der Frosch in rauen Tönen den Schusterbaß dazwischen dröhnen. Juchaja, haja, spricht der Fink, fort flieg ich, flink, und schwingt sich in die Lüfte hoch. Wat, ruft der Frosch, dat kann ich auch, macht einen ungeschickten Satz, fällt auf den harten Gartenplatz, ist platt, wie man den Kuchen backt, und hat für ewig ausgequakt. Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. Fink und Frosch von Wilhelm Busch. Das Gedicht. Auf leichten Schwingen, frei und flink, zum Lindenwipfel flog der Fink und sang an dieser hohen Stelle sein Morgenlied so glockenhelle. Ein Frosch, ein Dicker, der im Grase am Boden hockt, erhob die Nase, strich selbstgefällig seinen Bauch und denkt: Die Künste kann ich auch. Alsbald am rauen Stamm der Linde begann er, wenn auch nicht geschwinde, doch mit Erfolg emporzusteigen, bis er zuletzt von Zweig zu Zweigen, wobei er freilich etwas keucht, den höchsten Wipfelpunkt erreicht und hier sein allerschönstes Quaken ertönen lässt aus vollen Backen. Der Pfink, dem dieser Wettgesang nicht recht gefällt, entfloh und schwang sich auf das steile Kirchendach. »Wart«, rief der Frosch, »ich komme nach«, und richtig ist er fortgeflogen, das heißt nach unten hin im Bogen, so daß er schnell und ohne Säumen nach mehr als 20 Purzelbäumen zur Erde kam mit lautem Quak, nicht ohne großes Unbehagen. Er fiel zum Glück auf seinen Magen, den dicken weichen Futtersack, sonst hätt er sicher sich verletzt. Heil ihm, er hat es durchgesetzt. Ende von Fink und Frosch von Wilhelm Busch. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Peer Gynt von Peter Christen Asbjørnsen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Peer Gynt von Peter Christen Asbjørnsen. In alten Zeiten legte in Kvam ein Schütze, der hieß Peer Gynt. Er lag beständig droben im Gebirge und schoss dort Bären und Elche, denn damals gab es noch mehr Wälder auf den Bergen und in ihnen hielten sich derartige Untiere auf. In einem Jahre nun, spät im Herbst, nachdem das Vieh schon längst von den Bergweiden herabgetrieben war, wollte Peer Gynt wieder einmal hinauf ins Gebirge. Mit Ausnahme von drei Sennerinnen hatten schon alle Hirtenleute das Gebirge verlassen. Als Peer Gynt die Höfringalm erreichte, wo er in einer Sennhütte übernachten wollte, war es schon so dunkel, dass er die Hand nicht vor den Augen sehen konnte. Da fingen die Hunde plötzlich so fürchterlich zu bellen an, dass es Peer Gynt ganz unheimlich zumute wurde. Plötzlich stieß sein Fuß an etwas an, und als er es befühlte, war es kalt und groß und schlüpfrig. Da er aber nicht vom Wege abgekommen zu sein glaubte, konnte er sich gar nicht erklären, was das sein könnte, aber es kam ihm gar nicht geheuer vor. »Wer ist denn das?« fragte Peer Gynt, denn er fühlte, dass es sich bewegte. »Ei, ich bin Böig, der Krumme«, lautete die Antwort. Damit aber war Peer Gynt so klug wie vorher. Er ging nun daran entlang, denn schließlich muß ich doch daran vorbeikommen, dachte er. Im Weitergehen stieß er plötzlich wieder an etwas, und als er es anfühlte, war es wieder kalt und groß und schlüpfrig. »Wer ist das?« fragte Peer Gynt. »Ich bin der Krumme«,
lautete aufs Neue die Antwort. »Ei, ob du gerade oder krumm bist, du sollst mich doch weiterlassen«, sagte Peer Gynt, denn er merkte, dass er im Kreise herumging und der Krumme sich um die Sennhütte herumgeschlängelt hatte. Bei diesen Worten schob sich der Krumme ein wenig auf die Seite, so dass Peer Gynt in die Sennhütte hingelangen konnte. Als er hineinkam, war es da drinnen nicht heller als draußen. Er stolperte und tastete an den Wänden umher, denn er wollte seine Flinte abstellen und seine Jagdtasche ablegen. Aber während er so suchend umhertappte, fühlte er wieder das Kalte, Große und Schlüpfrige. »Wer ist denn das nun?« rief Peer Gynt. »Ach, ich bin der große Krumme«, lautete die Antwort. Und wohin er auch fasste und wohin er den Fuß setzte, überall fühlte Peer Gynt den Ring, den der Krumme um ihn gezogen hatte. »Hier ist nicht gut sein«, dachte Peer Gynt, »weil dieser Krumme ebenso gut hier drinnen als draußen ist, aber ich werde diesem Ruhestörer bald ein Ende machen.« Er nahm seine Flinte, ging wieder hinaus und tastete an dem Krummen entlang, bis er den Kopf fand. »Wer bist du denn eigentlich?« fragte er. »Ach, ich bin der große Krumme von Etnedal«, sagte der große Troll. Da machte Peer Gynt kurzen Prozess und schoss ihm drei Kugeln mitten durch den Kopf. »Schieß noch einmal«, rief der Krumme. Aber Peer Gynt wusste es besser, denn wenn er noch einmal geschossen hätte, wäre die Kugel auf ihn selbst zurückgeprallt. Als dies getan war, fassten Peer Gynt und die Hunde fest zu und zogen den großen Troll aus der Sennhütte hinaus, damit sie es sich in der Hütte bequem machen konnten. Währenddessen lachte und höhnte es von allen Bergen ringsum. »Peer Gynt zog viel, aber die Hunde zogen mehr«, ertönte es. Am Morgen wollte Peer Gynt hinaus auf die Jagd. Als er tief in die Berge hineinkam, sah er ein Mädchen, das Schafe und Ziegen über einen Berggipfel trieb. Als er aber den Gipfel erreicht hatte, war das Mädchen mit seiner Herde verschwunden, und Peer Gynt sah nichts als ein großes Rudel Bären. »Ich habe noch nie Bären in Rudeln beisammen gesehen«, dachte Peer Gynt, aber als er näher kam, waren bis auf einen einzigen alle verschwunden. Da klang es von einem Berge nicht neben ihn: »Nimm Acht, den Eber dein! Peer Gynt steht draußen mit dem Stutzensein!« »Ach, dann widerfährt Peer Gynt ein Unglück, nicht aber meinem Eber, denn er hat sich heute nicht gewaschen«, klang es aus dem Berge. Schnell wusch sich Peer Gynt die Hände mit seinem Wasser und schoss den Bären tot. In den Bergen erhob sich ein schallendes Gelächter. »Du hättest auf deinen Eber Acht geben sollen«, rief eine Stimme. »Ich habe nicht daran gedacht, dass er die Waschschüssel zwischen den Beinen hat«, erwiderte die andere. Peer Gynt zog dem Bären die Haut ab und vergrub den Körper im Geröll, aber den Kopf und das Fell nahm er mit. Auf dem Rückweg traf er mit einem Bergfuchs zusammen. »Sieh, mein Lämmchen, wie fett du bist«, rief es von einem Hügel her. »Seht nur, wie hoch Peer Gynt den Stutzen trägt«, tönte es von einem anderen Hügel, als Peer Gynt die Flinte zum Schießen an die Wange legte und den Fuchs erschoss. Er zog auch diesem den Balg ab und nahm ihn mit, und als er an der Sennhütte ankam, nagelte er die Köpfe mit aufgesperrtem Rachen außen an die Wand. Darauf machte er Feuer und stellte einen Suppentopf darüber, aber es rauchte so fürchterlich, dass Peer Gynt kaum die Augen offen halten konnte, und er musste deshalb eine in der Wand befindliche Luke öffnen. Da kam gleich ein Troll herbei und steckte seine Nase durch die Luke herein. Die Nase aber war so lang, dass sie bis an den Schornstein reichte. »Da kannst du mal ein ordentliches Riechhorn sehen«, sagte er. »Und du kannst die Suppe versuchen«, sagte Peer Gynt, und goss ihm den ganzen Topf Suppe über die Nase. Der Troll stürzte davon und jammerte laut, aber ringsherum von allen Höhen lachte und spottete und ertönte es: »Suppenrüssel, Suppenrüssel!« Hierauf war eine Weile alles still, doch es dauerte nicht lange, da erhob sich draußen wieder Lärm und Getöse. Peer Gynt sah hinaus, und da erblickte er einen mit Bären bespannten Wagen. Der große Troll wurde aufgeladen, und dann ging es hinauf ins Gebirge mit ihm. Während Peer Gynt dem Wagen noch nachsah, wurde plötzlich ein Eimer Wasser durch den Schornstein herabgegossen. Das Feuer erlosch, und Peer Gynt saß im Dunkeln. Da begann es an allen Ecken zu lachen und zu spotten, und eine Stimme sagte: »Jetzt wird es Peer Gynt gerade so gehen wie den Sennerinnen in der Walhütte.« Peer Gynt zündete das Feuer wieder an, rief seine Hunde herbei, verschloss die Sennhütte und ging weiter nach Norden bis zu der Walhütte, in der die drei Sennerinnen waren. Als er eine Strecke zurückgelegt hatte, sah er ein Feuer lodern, als wenn die ganze Walhütte in hellen Flammen stünde, und in demselben Augenblick stieß er auf ein Rudel Wölfe,
von denen er die eine niederschoss und die anderen erschlug. Als er die Walhütte erreicht hatte, war es da stockfinster und von einer Feuersbrunst keine Spur zu entdecken, aber es waren 4 fremde Männer in der Hütte, die die Sennerinnen belästigten. Das waren 4 Bergtrolle, die hießen Gust Ivere, Tron Valjedet, Tjöstl Abaken und Rolf Eldförpungen. Gust Ivere stand vor der Tür und sollte Wache halten, während die anderen bei den Sennerinnen drinnen waren und zudringlich werden wollten. Peer Gynt schuss auf Gust Ivere, verfehlte ihn aber, und da lief Gust Ivere davon. Als dann Peer Gynt in die Stube hineinkam, waren die Sennerinnen in großer Not. 2 von ihnen waren ganz außer sich vor Schrecken und flehten zu Gott um Hilfe und Rettung, die dritte aber, die man die tolle Kari nannte, hatte keine Angst. Sie sagte, sie sollten nur kommen, sie hätte wirklich Lust zu sehen, ob solche Kerle auch Schneid hätten. Als aber die Trolle merkten, dass Peer Gynt im Zimmer war, fingen sie zu jammern an und sagten zu Eldförpungen, er solle Feuer anmachen. In demselben Augenblick fielen die Hunde über Tjöstl Abaken her und warfen ihn kopfüber auf den Herd, dass Asche und Funken umherstoben. »Hast du meine Schlangen gesehen, Peer Gynt?« rief Tron Valjedet. So nannte er die Wölfe. »Ja, und nun sollst du denselben Weg gehen wie deine Wölfe«, rief Peer Gynt und erschoss ihn. Dann schlug er Tjöstl Abaken mit dem Flintenkolben tot, aber Eldförpungen war durch den Schornstein entflohen. Nachdem Peer Gynt dieses getan hatte, begleitete er die Sennerinnen nach ihrem Dorfe, denn sie wagten nun nicht länger in der Hütte zu bleiben. Als nun die Weihnachtszeit herankam, war Peer Gynt wieder unterwegs. Er hatte von einem Hof auf Dovre gehört, wo sich am Christabend so viele Trolle einfinden sollte, dass sich die Bewohner flüchten und auf anderen Höfen Unterkunft suchen mussten. Dieses Gehöft wollte Peer Gynt aufsuchen, denn es gelüstete ihn, diese Trolle zu sehen. Er zog zerrissene Kleider an, nahm einen zahmen weißen Bären, der ihm zu eigen gehörte, sowie einen Pfriemen, etwas Pech und Draht mit. Als er den Hof erreicht hatte, ging er ins Haus hinein und bat um Obdach. »Gott steh uns bei«, sagte der Mann. »Wir können dir kein Obdach geben, wir müssen selbst den Hof verlassen, denn an jedem heiligen Abend wimmelt es hier von Trollen.« Aber Peer Gynt meinte, er würde das Haus schon von den Trollen säubern. So wurde ihm erlaubt, da zu bleiben, und er bekam eine Schweinehaut noch obendrein. Darauf legte sich der Bär hinter den Schornstein, Peer holte Pech, Pfriemen und Draht hervor und machte sich daran, aus der ganzen Schweinehaut einen einzigen großen Schuh zu machen. Als Schnürband zog er einen dicken Strick hindurch, so dass er den Schuh rundherum zuschnüren konnte, und überdies hatte er noch 2 Stöcke bereit. Kaum war er fertig, da kamen die Trolle auch schon mit Fiedeln und Spielleuten dahergezogen, und die einen tanzten, die anderen aßen von dem Weihnachtsessen, das auf dem Tische stand, einige brieten Speck, andere brieten Frösche und Kröten und ähnliches ekelhaftes Zeug, dieses Weihnachtsessen hatten sie selbst mitgebracht. Inzwischen bemerkten einige den von Peer Gynt verfertigten Schuh. Da er für einen großen Fuß bestimmt zu sein schien, wollten die Trolle ihn anprobieren, und als jeder von ihnen einen Fuß hineingestellt hatte, zog Peer Gynt den Schuh zu, zwängte einen Stock hinein und schnürte ihn so stark zu, dass alle miteinander in dem Schuh festsaßen. Aber jetzt streckte der Bär die Nase vor und schnummerte nach dem Braten hin. »Möchtest du Kuchen haben, mein weißes Kätzchen?« sagte einer der Trolle und warf dem Bären einen noch brennend heißen gebratenen Frosch in den Rachen. »Kratze und schlage, Meister Petz«, rief Peer Gynt. Da wurde der Bär so zornig, dass er auf die Trolle losfuhr und nach allen Seiten Hiebe austeilte und sie kratzte. Und Peer Gynt schlug mit einem anderen Stock in den Haufen hinein, wie wenn er allen den Schädel einschlagen wollte. Da mussten die Trolle die Flucht ergreifen, Peer Gynt aber blieb da und schmauste die ganze Weihnachtszeit über von dem Weihnachtsessen, und nun hörte man viele Jahre nichts mehr von den Trollen. Der Hofbauer aber hatte eine weiße Stute, da gab ihm Peer den Rat, von dieser Stute Füllen aufzuziehen, diese dann in den Bergen herumstreifen und sich da vermehren zu lassen. Nach vielen Jahren war die Weihnachtszeit wieder einmal vor der Tür. Der Hofbauer war im Walde und fällte Holz zum Feste. Da kam ein Troll herbei und rief ihm zu, »Hast du deine große weiße Katze noch?« »Ja, sie liegt daheim hinter dem Ofen«, sagte der Mann, »und sie hat 7 Junge bekommen, die noch viel größer und besser sind als sie selbst.« »Dann kommen wir nie wieder zu dir«, rief der Troll.
Ende von Peer Gynt. Die Prinzessin, die keiner zum Schweigen bringen konnte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Prinzessin, die keiner zum Schweigen bringen konnte, von Peter Christen Asbjørnsen. Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter, die war so schlau und spitzfindig, dass niemand sie zum Schweigen bringen konnte. Da setzte der König einen Preis aus und ließ bekannt machen: Der, welcher es könnte, bekäme die Prinzessin und das halbe Königreich. Drei Brüder, die das gehört, beschlossen, ihr Glück zu versuchen. Zuerst machten sich die beiden Älteren auf, weil sie sich für die Klügeren hielten. Aber sie konnten bei der Prinzessin gar nichts ausrichten und mussten mit einem blauen Auge abziehen. Da machte sich danach auch der Aschenpeer auf. Als er ein Stückchen gegangen war, fand er eine Weidenrute am Wege und nahm sie mit. Wieder nach einer Weile fand er eine Scherbe, die gehörte zu einer alten Schüssel, und die nahm er auch mit. Als er noch weiter gewandert war, fand er einen toten Star und danach ein krummes Bockshorn. Nicht lange, so hob er noch ein krummes Bockshorn auf. Und als er über das Feld zum Königshof marschierte, wo Dünger ausgestreut war, fand er noch eine ausgetretene Schuhsohle. Alle Dinge nahm er mit aufs Schloss, und schon trat er bei der Prinzessin ein. »Guten Tag«, rief er. Gleichfalls, sprach sie und verzog das Gesicht. »Könnte man mir hier meinen toten Star braten?«, fragte er. »Ich habe eher Angst, dass er platzen könnte«, rief die Prinzessin. »Ach, das hat keine Not, dann binde ich diese Weidenrute darum«, rief der Bursche und holte das Reis vor. »Aber dann wird das Fett herauslaufen«, sagte die Prinzessin. »Iwo, dann halte ich dieses hier unter«, sprach der Aschenpeer und zeigte ihr die große Scheibe von der Schüssel. »Du machst es mir so krumm, du«, sagte die Prinzessin. »Ich mache es nicht krumm, sondern es ist krumm«, erwiderte der Bursche und nahm das eine Horn hervor. »Nein, so etwas Ähnliches habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen«, rief die Prinzessin. »Hier siehst du etwas Ähnliches«, sprach der Bursche und holte das andere Bockshorn hervor. »Ich glaube, du bist ausgegangen, um mich zum Schweigen zu bringen«, sprach die Prinzessin. »Nein, ich bin nicht ausgegangen«, sagte der Bursche und zeigte ihr die Schuhsohle. Hierauf wusste die Prinzessin nichts mehr zu antworten. »Nun bist du mein«, rief der Bursche, und darauf kriegte er wirklich die Prinzessin und das halbe Königreich. Ende von »Die Prinzessin, die keiner zum Schweigen bringen konnte«. Die Puppe im Gras. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Puppe im Gras von Peter Christen Asbjørnsen. Es war einmal ein König, der hatte 12 Söhne. Und als sie groß geworden waren, sprach er zu ihnen, sie sollten in die weite Welt hinausziehen und sich eine Frau suchen. Aber sie müsse spinnen, weben und ein Hemd an einem Tag nähen können, sonst wolle er sie nicht zur Schwiegertochter. Jeder Sohn bekam ein Pferd und eine ganz neue Rüstung, und so machten sich alle auf, um eine Frau zu finden. Als sie aber eine Strecke zurückgelegt hatten, sagten sie den Jüngsten, den Aschenpeer wollten sie nicht weiter mitnehmen, denn er tauge ja doch zu nichts. Ja, da musste Aschenpeer nun zurückbleiben und wusste gar nicht, was er anfangen und wohin er sich wenden sollte. Da wurde er so traurig, dass er vom Pferd stieg, sich ins Gras setzte und weinte. Als er ein Weilchen gesessen hatte, bewegte sich plötzlich ein Grasbüschel und eine kleine, weiße Gestalt trat hervor. Als sie näher kam, erkannte Aschenpeer, dass es ein niedliches, zartes Mädchen war, aber winzig klein. Es trat auf ihn zu und fragte, ob er nicht zu ihm kommen und das Püppchen im Gras besuchen wolle. Oh doch, das wollte er, und so ging er mit.
Als er sich zu ihr niederbeugte, saß die Puppe im Gras auf einem winzigen Stuhl, und sie war wirklich schön und herausgeputzt. Nun fragte sie Aschenpär, wohin er unterwegs sei und warum er diese Reise mache. Da erzählte er ihr, sie seien 12 Brüder. Der König, ihr Vater, habe jedem Pferd und Rüstung geschenkt und gesagt, sie sollten hinaus in die Welt und sich eine Frau suchen, die weben, spinnen und an einem Tag ein Hemd nähen könnte. »Wolltest du das tun und meine Frau werden, so will ich nicht länger weiterziehen«, sprach Aschenpär zur Puppe im Gras. »Ach ja, das wolle sie gern«, machte sich sogleich an die Arbeit und fing an zu spinnen und zu weben. Und sie nähte das Hemd an einem Tag fertig. Allerdings war es so schrecklich klein, nicht länger als so. Mit diesem Hemd eilte Aschenpär nun heim. Als er es aber seinem Vater zeigte, schämte er sich, weil es ebenso klein war. Der König aber sagte, er könne das Mädchen ruhig heiraten. Da fuhr Aschenpär natürlich lustig und vergnügt zurück, um seine Herzliebste heimzuholen. Als er bei der Puppe im Gras anlangte, wollte er sie zu sich aufs Pferd heben, aber nein, das wollte sie nicht. In einem Silberlöffel wollte sie fahren, bespannt mit 2 Schimmeln. So reisten sie denn los. Er auf dem Pferd und sie im silbernen Löffel. Aber die Schimmel, die es zogen, waren nichts anderes als 2 weiße Mäuschen. Aschenpär ritt immer auf der einen Seite des Weges, denn er hatte große Angst, sein Pferd könne auf die Braut treten, die ja nur ein so winziges Wesen war. Als sie eine Wegstrecke gereist waren, kamen sie zu einem großen Wasser. Da scheute Aschenpärs Pferd, sprang auf die andere Wegseite und warf den Löffel um, so dass die Puppe im Gras ins Wasser fiel. Aschenpär wurde ganz traurig. Wusste er doch nicht, wie er sie retten sollte. Aber nicht lange, da tauchte ein Meermann mit ihr auf, und nun war sie so groß wie ein erwachsener Mensch und weit schöner als zuvor. Da setzte Aschenpär sie vor sich aufs Pferd und ritt heim. Als er dort ankam, waren auch schon seine anderen Brüder, jeder mit seiner Braut, eingetroffen. Aber die waren allesamt so hässlich, bösartig und widerwärtig, dass sie sich schon unterwegs ständig mit ihren Bewerbern gezankt hatten. Auf den Köpfen trugen sie seltsame, mit Teer und Ruß beschmierte Hüte, und davon war ihnen einiges ins Gesicht getropfelt, so dass sie noch gräulicher und abscheulicher aussahen. Wie nun die Brüder Aschenpärs Liebste zu Gesicht bekamen, wurden sie allesamt sehr neidisch auf ihn. Der König aber war so von beiden angetan, dass er alle anderen einfach vor die Tür setzte. Und danach hielt Aschenpär Hochzeit mit der Puppe im Gras. Von da an lebten sie zufrieden und vergnügt eine lange, lange Zeit, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Ende von Die Puppe im Gras. Rosa von Guy de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Guy de Maupassant, Rosa. Die beiden jungen Frauen ruhen wie begraben unter einer Blumendecke. Sie sitzen allein in dem kleinen Landauer, der wie ein gewaltiger Korb mit Blumensträußen beladen ist. Auf dem kleinen Rücksitz stehen 2 Körbchen mit weißem Satin überzogen, voll Veilchen aus Nizza, und über das Bärenfell, das der Damen Knie bedeckt, rieselt ein Regen herab von Rosen, Mimosen, Levkojen, Margeriten, Tuberosen und Orangenblüten, einzeln mit Seidenbändchen zusammengeknüpft. Die Blüten scheinen die beiden zarten Körper darunter ganz zu erdrücken, indem aus dem leuchtenden, duftenden Blumenbeet nur ihre Schultern, ihre Arme und ein ganz kleines Stück der Taille hervorlugt, die eine in Blau, die andere lila. An der Peitsche des Kutschers befindet sich ein Anemonenstrauß, die Geschirre der Pferde sind mit Goldlack ausgeputzt, die Speichen der Räder mit Reseda geschmückt, und anstelle der Laternen stecken 2 riesige, runde Bouquets, als wären es die seltsamen Augen dieses blühenden, rollenden Tieres. Der Landauer fährt im schlanken Trabe die Stadt von Antibes herab, vor ihm, hinter ihm, neben ihm eine Menge von blumengeschmückten Wagen voller Damen, die aus einem Meer von Veilchen hervorlugen. Es ist Blumenkorso in Cannes.
Nun kommen sie an den Boulevard de la Foncière, wo die Blumenschlacht stattfindet. Längs der riesigen Avenue rollt eine doppelte Reihe von blumengeschmückten Equipagen wie ein endloses Band auf und ab. Man wirft sich Blumen zu von einem zum anderen, wie Kugeln durchsausen sie die Luft, treffen die frischen Gesichter, schweben empor und fallen dann in den Staub, aus dem sie eine Schar von Gassenjungen aufhebt. Eine dicht gedrängte Menge auf den Bürgersteigen wird von den Schutzleuten zu Pferde in Zaum gehalten, die brutal losreiten, wenn die Neugierigen zu Fuß sich vordrängen, als wollten sie diesen hässlichen Menschen nicht erlauben, sich mit den Reichen zu vermischen. Ruhig oder lärmend sieht die Menge zu. In den Equipagen ruft man sich an, erkennt man sich, bewirft sich mit Rosen. Ein Wagen voll hübscher Damen, alle in Rot wie der Teufel, zieht das Auge an und bestrickt es. Ein Herr, der dem Bilde Heinrichs des Vierten ähnelt, wirft mit lachender Behaglichkeit ein riesiges Bukett in die Luft hinaus, das, durch ein Gummiband gehalten, immer wieder zurückschnellt. Wenn der Anprall der Blumen droht, verstecken die Damen ihr Gesicht, die Herren ducken den Kopf, aber das graziöse, schnelle Geschoss beschreibt nur einen Bogen und kehrt zu seinem Herrn zurück, der es sofort wieder einem anderen geschickt zuwirft. Die beiden jungen Frauen leeren mit vollen Händen ihr Arsenal und erhalten einen Hagel von Bouquets. Dann, nachdem die Blumenschlacht vielleicht eine Stunde gedauert, sind sie ein wenig müde und befehlen dem Kutscher, längs des Meeres die Straße des Golf Juan hinabzufahren. Die Sonne verschwindet hinter L'Estérel, indem sie feuerumsprüht den Schattenriss der gezackten langen Bergkette schwarz abzeichnet. Das ruhige Meer dehnt sich blau und hell bis zum Horizont, wo es sich mit dem Himmel mischt. Und das Panzergeschwader, das mitten im Golf vor Anker liegt, sieht aus wie eine Herde gewaltiger Tiere, die bewegungslos auf dem Wasser ruhen, wie apokalyptische Ungeheuer, bucklig und gepanzert, mit dünnen Masten geschmückt wie mit Federn und mit Augen, die anfangen zu leuchten, wenn die Nacht hereinbricht. Lässig blicken die beiden Frauen, unter dem schwarzen Pelz ausgestreckt, in die Weite. Endlich sagt die eine: »Ach, an einem solch köstlichen Abend erscheint einem doch alles wundervoll, nicht wahr, Margot?« Die andere antwortet: »Ja, das ist herrlich, und doch fehlt einem immer etwas.« »Was denn? Ich fühle mich ganz glücklich, ich brauche nichts.« »O doch, du denkst nur nicht daran. Wie wohlig wir uns auch immer fühlen mögen, immer möchten wir doch etwas mehr haben, etwas fürs Herz.« Die andere meint lächelnd: »Ein wenig Liebe?« »Ja.« Sie schwiegen, starrten vor sich hin. Dann sagte die andere, Margarete geheißen: »Mir ist es, als könnte man das Leben ohne das nicht ertragen. Ich brauche Liebe, und wäre es die eines Hundes. Und du kannst sagen, was du willst, Simone, wir sind alle so.« »O, durchaus nicht, meine Liebe. Ich mag lieber gar nicht geliebt sein als von irgendeinem Beliebigen. Glaubst du, dass ich mich gern lieben lassen würde, zum Beispiel von...« Sie suchte, wen sie nennen könnte, und ihr Auge lief über die weite Landschaft. Nachdem ihre Blicke den ganzen Horizont umkreist hatten, fielen sie auf die zwei blanken Knöpfe auf dem Rücken des Kutschers, und sie sagte lachend: »Nun, zum Beispiel von meinem Kutscher.« Margot lächelte kaum und antwortete leise: »Ich kann dir die Versicherung geben, es ist riesig amüsant, wenn einen ein Diener liebt. Das ist mir schon zwei- oder dreimal passiert. Die machen Augen, das ist zum Totlachen. Natürlich muss man umso strenger sein, je verliebter sie sind. Und dann schmeißt man sie eines Tages hinaus unter irgendeinem ersten besten Vorwand, sonst würde man sich ja lächerlich machen, wenn jemand davon etwas merkte.« Simone hörte zu, blickte starr vor sich hin, dann erklärte sie: »Nein, allerdings, die Liebe eines Dieners würde mir nicht genügen. Erzähle mir doch mal, wie du das gemerkt hast, dass sie in dich verliebt waren.« »Gott, das merkte ich, wie man es bei anderen Männern merkt, nämlich sobald sie anfangen, blödsinnig zu werden.« »Oh, mir kommen sie gar nicht so dumm vor, wenn sie mich lieben.« »Meine Liebe, Idioten, sage ich dir, sind sie. Kein Wort können sie mehr reden, keine Antwort geben, sie kapieren aber auch nichts, nichts mehr. Aber nun sage mir mal, wie war dir denn, wenn dich ein Diener liebte? Warst du erregt oder geschmeichelt?« »Erregt, nein. Geschmeichelt, na, ein bisschen. Man fühlt sich immer geschmeichelt, wenn ein Mann einem von Liebe redet, mag er nun sein, wer er will.« »An was merktest du's denn?« »Ich will dir mal eine komische Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Pass mal auf, wie spaßig das ist und wie seltsam, was in so einem Falle in uns vorgeht. Diesen Herbst vor 4 Jahren hatte ich gerade keine Jungfer. Nacheinander habe ich 5 oder 6 gehabt, keine zu brauchen, und ich verzweifelte fast daran, eine zu finden. Da las ich in den Stellenangeboten meiner Zeitung, ein junges Mädchen, das nähen, sticken und frisieren könne, suche eine Stelle. Sie hätte die besten Zeugnisse und spräche außerdem Englisch.
Ich schrieb an das Blatt und am nächsten Tage stellte sich mir die Person vor. Sie war ziemlich groß, schlank, etwas bleich und war sehr verlegen. Sie hatte schöne schwarze Augen, einen guten Teint und gefiel mir sofort. Ich fragte nach den Zeugnissen, sie gab mir ein englisches, denn sie hätte eben den Dienst der Lady Rimwell verlassen, bei der sie 10 Jahre gewesen. Das Zeugnis lautete dahin, das junge Mädchen verlasse den Dienst, um nach Frankreich zurückzukehren, und während des langen Dienstes könne man ihr nur ein einziges vorwerfen, etwas französische Koketterie. Ich musste lächeln über die prüde Wendung dieses englischen Satzes und nahm das Mädchen sofort. Sie trat bei mir an demselben Tage noch in den Dienst. Sie hieß Rosa. Nach 4 Wochen war ich ganz glückselig über sie. Sie war wirklich ein Fund, eine Perle, eine Seltenheit. Sie wusste mit unglaublichem Geschmack zu frisieren, sie garnierte Spitzen auf einen Hut besser als die erste Modistin und sie konnte sogar schneidern. Ich war ganz erstaunt über alles, was sie leistete, so war ich noch nie bedient worden. Sie zog mich schnell an, mit einer erstaunlich leichten Hand, nie fühlte ich ihre Finger auf meiner Haut, nichts ist mir so fatal, wie wenn mich so ein Mädchen berührt. Da wurde ich unendlich faul. So angenehm war es mir, mich anziehen zu lassen, vom Kopf bis zu den Füßen, vom Hemd bis zu den Handschuhen, durch diese große, verlegene Person, die immer ein bisschen errötete und nie etwas sprach. Nach dem Bad massierte sie mich und trocknete mich ab, während ich auf einem Sofa halb schlief. Ich betrachtete sie bald wirklich mehr wie eine etwas niedriger stehende Freundin als wie einen Dienstboten. Da wollte mich eines Morgens der Portier geheimnisvoll sprechen. Ich war erstaunt, ließ ihn eintreten. Er war ein zuverlässiger Mensch, ehemaliger Soldat, ein früherer Bursche meines Mannes. Er schien ein wenig verlegen über das, was er mir zu sagen hatte. Endlich meinte er stotternd, »Gnädige Frau, der Polizeiwachtmeister ist unten.« Ich fragte kurz, »Was will er denn?« »Er muss das Haus durchsuchen.« »Nun, die Polizei ist gewiss vonnöten, aber ich hasse sie. Ich finde, es ist nicht gerade ein anständiges Handwerk,« und ich antwortete wütend und verletzt, »Wozu denn durchsuchen? Auf welche Veranlassung? Der Mann darf nicht herein.« Der Portier antwortete, »Er behauptet, ein Verbrecher wäre hier versteckt.« Nun hatte ich Angst und befahl, den Polizeiwachtmeister sofort eintreten zu lassen, denn ich wollte Näheres erfahren. Es war ein ganz anständiger Mann mit der Ehrenlegion im Knopfloch. Er entschuldigte sich, stören zu müssen, erklärte aber, unter unseren Dienstboten befände sich ein Sträfling. Ich war empört und antwortete, ich könne für alle unsere Leute einstehen, und ging sie der Reihe nach durch. Der Portier Pierre Courtin ist früher Soldat gewesen. Der ist es nicht. Der Kutscher François Pigot aus der Champagne, er ist der Sohn eines Bauern vom Gut meines Vaters. Ist es nicht. Der Stallbursche, auch aus der Champagne, und gleichfalls der Sohn eines Bauern, den ich kenne. Dann der Diener, den Sie eben gesehen haben. Die sind es nicht. Sehen Sie, da werden Sie wohl einsehen, dass Sie sich irren. Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau, ich irre mich bestimmt nicht. Da es sich um einen gefährlichen Verbrecher handelt, so bitte ich Sie, haben Sie die Liebenswürdigkeit und lassen Sie in meiner Gegenwart vor mir das gesamte Personal erscheinen. Ich wehrte mich zuerst, dann gab ich nach und ließ die Leute heraufkommen, männliche wie weibliche Dienstboten. Der Polizeiwachtmeister überlief sie mit einem Blick und sagte, »Es sind nicht alle.« »Oh, bitte sehr, jetzt ist nur noch meine Jungfer übrig, ein junges Mädchen, das Sie doch nicht mit einem Verbrecher verwechseln können.« Er fragte, »Kann ich Sie auch sehen?« »Gewiss.« Ich klingelte Rosa, die sofort erschien, aber sobald sie eingetreten war, gab der Wachtmeister 2 Leuten, die ich nicht gesehen, die hinter der Portiere standen, ein Zeichen, sie warfen sich auf das Mädchen, packten ihre Hände und fesselten sie. Ich stieß einen Wutschrei aus und wollte mich auf die Leute stürzen, um meine Jungfer zu verteidigen, aber der Wachtmeister rief, »Das Mädchen, gnädige Frau, ist ein Mann und heißt Johann Nicolas Lassapé, 1879 wegen Lustmordes zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde in lebenslängliches Tuchthaus umgewandelt, er ist vor 4 Monaten ausgebrochen und seitdem suchen wir ihn.« Ich fiel beinahe um. Ich konnte es nicht glauben, aber der Wachtmeister sagte lächelnd, »Ich kann Ihnen den Beweis liefern, er ist am rechten Arm tätowiert.« Der Ärmel wurde aufgeschlagen, es war so. Der Vertreter der Polizei machte noch einen zweifelhaften Scherz. »Was das Übrige anbetrifft, können Sie sich auch auf uns verlassen.« Und meine Jungfer wurde abgeführt. Nun, du kannst mir schon glauben, dass in mir nicht am meisten die Wut kochte, dass ich so betrogen und lächerlich gemacht war, nicht die Scham, ausgekleidet und angezogen, massiert und berührt worden zu sein von diesem Mann, sondern eine tiefe Demütigung.
Ich fühlte mich gedemütigt als Frau, verstehst du? Nein, nicht ganz. Nun, so denke nach. Der Kerl war wegen Lustmordes verurteilt worden. Nun dachte ich an die, die er vergewaltigt hatte. Und das, weißt du, das demütigte mich etwas. Na, verstehst du nun? Margot antwortete nicht. Sie blickte vor sich hin mit starrem, seltsamem Blick auf die beiden leuchtenden Knöpfe der Livree und mit jenem Sphinx-Lächeln, das die Frauen manchmal an sich haben. Ende von Rosa. Die Spinnen und die Fliegen von Ludwig Anzengruber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Spinnen und die Fliegen von Ludwig Anzengruber. In einem Schlösschen, das verlassen und darum halb verfallen stand, herbergten in den öden Räumen viel Dutzend Spinnen an der Wand. Gesundheitshalber aber mochte der letzte der Insassen hier zerbrochene Scheiben nicht vertragen und flickte alle mit Papier. Er schnitt dadurch den vielen Spinnen der Nahrung zuvor gründlich ab. Von außen kam nicht eine Fliege, wie es bald ihnen keine gab. Die Netze webende Gemeine, die wußte nicht, wie ihr geschah, und war nach langem, grimmigen Fasten dem bitteren Hungertode nah. Da ward für den, der Kraft noch fühlte, die Selbsterhaltung zum Gesetz. Er lud beim Schwächeren sich zu Gaste und fraß ihn auf im eigenen Netz. Doch als zu höchst die Not gestiegen, da fügte sich, daß vor dem Schloss ein munterer Knab vorbeigezogen, den Langeweile just verdroß. Er raffte Kiesel auf vom Wege und nahm die Fenster sich zum Ziel. Nur wenig heile Scheiben blieben nach diesem ritterlichen Spiel. Und durch die Lücken schwärmten Fliegen in Hülle und in Fülle ein. Die Spinnen sagten, Gottes Güte, regierte sichtbarlich den Stein. Sie falteten die Vorderbeine und dankten ihm, der alle nährt, und haben dann mit frommen Sinnen die Fliegen reinlich aufgezehrt. Doch meinte deren Schwarm hinwieder, der rings bestickt von Tod sich fand, die Scheiben habe ausgebrochen, der Satan mit selbsteigner Hand. Entging den grimmigen Stricken eine, durch Gottes Huld hielt sie sich frei, und ward sie dennoch aufgefressen, so meinte sie, dass es Prüfung sei. Das gilt von Fliegen und von Spinnen, die an Vernunft nicht überreich, doch sind wir klugen Menschen ihnen, Gottlob, in keinem Punkte gleich. Ende von Die Spinnen und die Fliegen von Ludwig Anzengruber. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Vom Bergfahren von W. W. in B. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Vom Bergfahren aus der Publikation Gebirgsfreund. Illustrierte Zeitschrift für Topographie, Geschichte und Touristik des Riesen- und Isargebirges, des Jeschken- und Lausitzer Gebirges, Nordböhmens und des Spreewaldes. Ausgabe vom 15. Juni 1893. Vom Bergfahren von W. W. in B. In einer Gesellschaft wurde ich einmal gewaltig ausgelacht, weil ich auf einer Tagespartie nach der Sächsischen Schweiz, die ich nur zu Fuß absolvierte und dabei 14 Stunden auf den Beinen war, auf leibliche Bedürfnisse nur 1,28 Mark verwendet hatte.
Das ging denn doch verschiedenen materialistischer angehauchten Reiseindividuen über die Hutschnur. Freilich waren es auch solche Leute, von denen behauptet werden kann, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, für die eine Fußpartie, eine Reise nur schön gewesen ist, wenn der Magen und die menschliche Sinneslust befriedigt wurden, mit Genüssen, die man sonst zu Hause nicht findet. Darum hört man auch unsere Touristen von heute nur reden vom guten Bier, das sie da und dort getrunken, von der Anzahl der geleerten Weinflaschen, von der wohlschmeckenden Forelle, die sie in jenem Talrestaurant für teures Geld verzehrt haben, von der raschen Fahrt im Landauer oder vom faulen Gaul, der zu langsam den Mietswagen zog, vom hübschen Kellnermädchen, dem man im Scherz in die Wangen gekniffen, vom ausgezeichneten, prächtigen, herrlichen Tage oder vom miserablen, verregneten Hundewetter und so weiter. Und erst die Frauen und Töchter, die wissen fast nur, wo der Kaffee und Kuchen am besten schmeckt, wo man die schönsten Hüte und Reisetoiletten sah, und wissen ganz genau noch das Fleckchen zu bezeichnen, wo eine ging, die nach der allerneuesten Mode sich gekleidet hatte. Das hat Eindruck hinterlassen. Ja, das weiß man nach Jahren noch. Das andere, das ist fast nur Nebensache. Manche nun, die sich besonders das leisten können, suchen ihre Forsche in weiten Reisen, um damit prahlen zu können. Da und dort am Rhein, an der See, in den Alpen, in Italien, am Vesuv und so weiter gewesen zu sein. Gewiss, recht hübsch und jedem zu gönnen, der es möglich machen kann. Aber ich kenne solche Reisende, die fast nichts weiter mit heimgebracht haben als eine unklare, nach und nach ins Aschgraue verschwimmende Vorstellung des Geschauten und einige nichtssagende Redensarten wie: Ei, dort war es prachtvoll, superb, magnifique, pyramidable, schneidig und wie die neuen Kraftausdrücke alle heißen. Woher kommt das alles? Wir leben in einer Zeit, in der man dahin hastet und eilt, im Dampfwagen große Strecken wie im Fluge durcheilt und an einem Tage wirklich viel zu sehen bekommt. Aber die Anschauungen und Vorstellungen sind auch, wie gewonnen, so zerronnen. Sie gehen nicht in Fleisch und Blut über, sie gehen und kommen wie die Eintagsfliegen. Unseren meisten Touristen fehlt es eben an Zeit, Ruhe und Geduld. Oder mit anderen Worten, an Natursinn, Naturinteresse. Der echte Tourist ist ganz anders geartet. Der geht nicht weitschweifig ins Breite, in die Ferne. Der bleibt vorderhand hübsch daheim, das heißt in der Heimat. Die Heimat ist ja für so manche noch ein Buch mit 7 Siegeln, die ihm ewig ungelöst bleiben. Und wenn uns gewöhnlichen Menschenkindern all hier auch nicht alle 7 Siegeln zu lösen sind, so sollen wir uns doch bemühen, wenigstens eins zu lösen und ein wenig Einblick halten in das große Werk der Natur und uns daran ergötzen und erbauen. Aber flüchtiges Darübereilen ist nicht vom Nutzen und Segen, sondern das öftere, das häufige Begehen unserer heimatlichen Berge, das innige sich hineinversenken in die Natur unserer Bergwelt, das Forschen darin macht uns zu echten Touristen. Ich möchte nur auf einige Punkte aufmerksam machen. Der verehrte Leser mag sich dann selbst das Nötige nach seiner Ansicht hinzudenken und deuten. Wenn du ausgehst, Studien zu machen, so beginne deine Wanderung des Morgens, wenn das Frührot leuchtet, wenn der erste purpurne Sonnenstrahl die Zinnen der Berge trifft, wenn im Tal die Nebel noch wallen und wogen, da tritt durchs goldene Tor des Ostens neu die Sonne im Sonnenstrahl hervor. Gehe im Bergwalde des Mittags, wenn der heiße Sonnenstrahl herniederbrennt und die Bäume erquickenden Schatten spenden, wenn die Schwüle der Luft die Umrisse der Berge in der Ferne verwischt. Wenn die Waldfrau kommt gezogen, goldene Locken siehst du wogen, blaue Augen siehst du flimmern, nebelweiße Schleier flimmern, die um schlanke Glieder fliegen. Und des Abends
labe dich auf Bergeshöh, wenn die Weltenkönigin in Purpurglanz hinter den Hügelketten hinabtaucht, wenn Wolken rosig glänzen und die abendliche Welt mit rötlichem Schein übergossen ist. In dem Wald die Vöglein schweigen, Blume schließt die Äuglein zu, leise rauscht es in den Zweigen, o wie lieblich ist die Ruh, leise lispelt dort die Quelle, wie ein Kind sein Nachtgebet, wie so zauberisch diese Stelle, lichter Perlenglanz umweht. Und in der sternhellen Nacht schaue auf vom hohen Bergesgipfel zum Throne des Ewigen, wenn die Sternlein am Himmel funkeln und der Silberkahn des Mondes auf der blauen Flut daherschwimmt und seinen Lichtsilberstaub auf die weite Landschaft streut. Überm Walde leis und sacht ist der Mond heraufgestiegen, um in seiner stillen Pracht Flur und Hain in Schlaf zu wiegen. Hast du schon einmal im strömenden Regen auf Bergshöhe gestanden, wenn die Wolken des Himmels ihre Fülle von Wasser niedergießen, dass die Bäume triefen und Sturzbächlein auf den abhängenden Wegen und Geleisen entstehen? Siehst du, wie der Herr seinen Segen herabströmen lässt, oder auch wie er zürnt im tosenden Gewitter, wenn sein mächtiger Donner rollt und zuckende Blitze geisterhaft schnell über die Landschaft ihre grellen Lichter spielen lassen? Erkenne, wie klein und gering du bist gegenüber der Größe und Stärke der Naturgewalten. Im Laufe der Jahreszeiten wechseln die Bilder, die du auf den Bergen erschauen kannst. Ergötze dich im jungen Grün des Frühlings, wenn alles saftet und sprost, wenn Blatt an Blatt und Blüte an Blüte sich reiht, wenn Berg und Tal, Wald und Feld das grüne Brautgewand übergeworfen haben, wenn so hell der Vögel Brautsang erschallt, wenn wonnige Winde das Geäst des Bergwaldes durchwehen. Aber vergiss auch nicht, den heimatlichen Berg zu besuchen, im absterbenden Herbst, wenn die grünen Blätter in allen Goldtinten sich färben, wenn Matrone Natur den letzten Versuch macht, sich mit Glanz und Schimmer zu übertünchen, vergeblich. Wie bald fällt doch Pracht und Herrlichkeit, im weißen Winter klimme zur Bergeszinne, wenn die weite Landschaft mit dem Sargtuch sich überdeckt hat. Da glitzert und funkelt's im fahlen Sonnenstrahle, auf riesigen Schneeflächen wie auf großen Diamantfeldern. Eingeschneit liegt still die Dorfschaft, hell klingen die Mittagsglocken durch die reine Luft in die winterliche Freiheit hinaus. Lerne auf deinen Bergfahrten aber auch verstehen die Sprache der Natur, die sich zusammensetzt aus dem Brausen des Sturmes, dem Ächzen der Bäume, dem Murmeln der Quellen, dem Plätschern des Bergwässerleins, dem Flüstern der bewegten Blätter, dem leisen Harmonienton des durch das Nadelgeäst geisterhaft raunenden Windes, den Stimmen der Vogelwelt und der übrigen Tiere. Die Natur ist überall das Zeugnis der großen Schöpferherrlichkeit, die in tausendfachen Lauten die Ohren trifft. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ergründe auch die geognostische und geologische Beschaffenheit der Berge deiner Heimat. Achte auf die Vegetation, wie sie sich den gegebenen Verhältnissen anpasst. Denke zurück in graue Vorzeit, da der Berg noch kahl dastand, ein öder Steinhaufen. Denke daran, wie Wind und Wetter, Luft und Sonnenschein am Steine nagten und mürbten, wie Stücklein um Stücklein sich lockerte, absprengte und zerfiel und endlich durch weitere Einflüsse zu Boden ward, fähig zur Aufnahme lebenszeugenden Samens. Hie und da sproßte dann in einer Steinlücke ein Bäumlein auf, Gräser und Blumen siedelten sich an, das öde Grau des Bergkolosses zeigte bunte Streifen, beginnendes Leben, den ersten Hauch schöpferischen Werdens auf kahler, einsamer Höhe. Schaue, wie sich die hochaufragende Tanne, die schlanke Fichte, mühen, in die Spalten des harten Gesteins sich einzusenken,
wie sie sich festklammern, um unentwegt im Sturm auf der Höhe zu stehen, weit hineinschauend ins blühende reiche Gelände. Beachte nun das in Jahrtausenden gewordene, das jetzige Leben und Weben im Bergwald und Strauch, Baum, Gras, Blume, Moos, alle Tiere vom größten bis zum kleinsten, vom zum klaren Bergwasser schreitenden Hirsch bis zur fleißigen Ameise im Sandgrunde. Da hole die Erfrischung für Geist, Gemüt, Herz und Sinn. Das gibt wahre, echte Freuden, die nicht nach Taler und Mark berechnet werden. Das bringt dir auch Erfrischung des Leibes und Geistes. Da predigt dir die Natur von der Größe Gottes, von seiner Fürsorge für seine Menschenkinder, für sein Geschöpf überhaupt. Ende von Vom Bergfahren von W. W. in B. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Die Wanzen von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Wanzen von Kurt Tucholsky. Die Wanzen saßen oben an der Tapetenborte und ärgerten sich, dass es Tag war. Ein strahlender, heller Tag. Der konnte noch lange dauern. Und so berieten sie inzwischen, bis die liebe, dunkle, graue Nacht herankam, was sie nachts zu tun gedachten. Ab und zu kroch einer an dem Rande der Borte, hinter der sie saßen, und sah auf das weiße Bett herunter, das da unten stand. Sie wussten, dass ein dickes, also liebes Mädchen in diesem Bette nächtigte. Von ihr sprachen sie jetzt. »Ich«, sagte die älteste Wanze, »krieche ihr auf dem Kopf herum und sauge ihr Blut aus den Schläfen. Hinter den Schläfen sitzt der Verstand, und ich bin eine gebildete Wanze. Ich glaube, ich werde mit jedem Tag klüger. Das machen die klugen Gedanken der Menschen da unten. Ich bin eine politische Wanze.« »Ich«, sagte die zweite Wanze, »halte mich mehr an die fleischigen Partien. Das macht mich fett. Ich bin die fetteste von euch allen. Handel und Wandel müssen sein. Ich sauge ihr das Blut aus den Adern. Sie hat ja genug. Ich bin eine ökonomische Wanze.« »Ich«, sagte die dritte Wanze, »laufe hierhin und dorthin, wenn ich da unten bin. Ich brauche nicht viel zum Fressen. Ich fühle mich wohl, wenn ich da herumkriechen kann. Und ich sehe alles und kümmere mich um alles. Ihr schlagt euch die Leiber dick, aber ich bin über alles orientiert, was an diesem Mädchen vor sich geht. Ich bin eine lokale Wanze.« »Ich«, sagte die vierte Wanze, »fresse überhaupt nichts. Ich genieße nur den Anblick der gelösten Mädchenglieder, wie sie so im Schlaf daliegen und herrlich für mein Künstlerauge anzuschauen sind. Ich bin eine ästhetische Wanze.« »Und wohin kriechst du?« wurde die letzte der Wanzen gefragt. »Ich«, sagte die kleine Wanze. »Pfui«, machten die anderen Wanzen. Und so saßen sie und unterhielten sich und rührten die Fühler und bewegten die platten Leiber. Und da sprach die Älteste unter ihnen: »Kinder«, sagte sie, »der Tag ist noch so lang und wir haben nichts zu tun, aber wir haben jede unser Programm. Gründen wir doch eine Zeitung.« Und also geschah es. Und wenn Wanzen so vom Schriftsteller missbraucht werden, nennt man das eine Allegorie. Ende von Die Wanzen. Was ist Farbe? Von einem unbekannten Autor. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Was ist Farbe? Aus der Publikation Gebirgsfreund, illustrierte Zeitschrift
für Topographie, Geschichte und Touristik des Riesen- und Isargebirges, des Jeschken- und Lausitzer Gebirges, Nordböhmens und des Spreewaldes. Ausgabe vom 15. Juni 1893. Was ist Farbe? Von einem unbekannten Autor. Es ist ein doppeltes Rätsel. Wie kann nur etwas, das uns von uralters her alltäglich beschäftigt, das uns stündlich begegnet, stündlich erfreut oder ärgert, das uns überall umgibt, das uns vertraut ist wie die Luft, die wir atmen, uns doch sogleich so fremd und unerklärlich sein? Wer, dem der liebe Himmel gesunde Augen gab, steht nicht auf du und du mit der Farbe, unterscheidet nicht sofort Rot und Blau und Grün? Wie ist er aber meist überrascht, wenn wir ihm erzählen, die Farbe sei keineswegs eine absolute eigene Eigenschaft der Körper, sondern nur das Ergebnis der, je nach den Eigenschaften des Gegenstandes, verschiedenen Wirkungen des Sonnenstrahls, respektive des Lichtstrahls auf diesem Gegenstand. Alle Farbe stammt einzig aus dem Licht. Gegenstände, die außerstande sind, irgendeinen Teil des Sonnenstrahls zurückzuwerfen, nennen wir schwarz. Gegenstände, die den Sonnenstrahl ungeteilt, ganz so gebunden wie er ist, reflektieren mit der Gesamtheit aller Farben, die der volle Sonnenstrahl umfasst, nennen wir weiß. Gegenstände, die eine Anzahl der Strahlenteile wiederzugeben nicht imstande sind, die nur einzelne Bestandteile dieses Farbenbündels wiedergeben, die übrigen verschlucken, nennen wir farbig. In einer längeren Studie der naturwissenschaftlichen Zeitschrift Prometheus finden wir eine gute Erklärung der Farbe. Wie musikalische Töne nichts anderes sind als Schwingungen von elastischen Körpern, so ist das Licht aus Schwingungen des Äthers, der den Weltraum erfüllt, gebildet. Aber der Äther ist ein viel vollkommenerer, kleinerer Körper als die, welche wir mit unseren Sinnen zu erfassen vermögen. Seine Schwingungen sind gleichmäßiger und unvergleichlich viel schneller als die tönender Körper. Die Längen der in einem Sonnenstrahl zu uns gelangenden Ätherschwingung liegen zwischen 760 und 393 Millionstel eines Millimeters. Zwischen diesen Extremen ist jede Wellenlänge in jedem Sonnenstrahl enthalten. Tausende und Abertausende von Lichttönen müssen sich vereinigen, um jenen einen Akkord zu bilden, der dort als weißer Sonnenstrahl zu uns hereindringt. Wir leiten ihn durch ein Prisma und nun zerfällt er in seine einzelnen Bestandteile, die in Form eines farbschillernden Bandes wohlgeordnet vor uns liegen. Jeder dieser Strahlen hat eine andere Bewegung, jeder eine andere Kraft und Wirkung, aber es sind auch Strahlen da, die wir nicht sehen können. Links von dem farbigen Strahlenband, welches wir Spektrum nennen, da wo das letzte, tiefste Rot verblasst, ist noch deutlich die Wärme des Sonnenstrahls fühlbar. Hier liegen die ultraroten Strahlen, welche unser Auge nicht mehr empfindet, und rechts, weit jenseits des letzten violetten Schimmers, im Ultraviolett, wird lichtempfindliches Chlorsilber noch geschwärzt. Hier liegen Strahlen von noch kleinerer Wellenlänge als 393 Millionstel Millimeter, denen unser Auge auch nicht mehr zu folgen vermag. Diese Beobachtungen wurden früh gemacht, und man sagte, der Sonnenstrahl besteht aus drei Teilen, aus Lichtstrahlen, Wärmestrahlen und chemisch wirksamen Strahlen. Heute wissen wir, dass die Natur nicht so stümperhaft arbeitet, dass all ihr Schaffen kein Flickwerk, sondern großartige Einheit ist. Zwischen Wärme und Lichtstrahlen ist kein Unterschied als der der Wellenlänge. Die Unterscheidung zwischen den beiden liegt nur an unserer Empfänglichkeit. Wie wir mit einem Thermometer, das von 0 bis 100 Grad kalibriert ist, keine Temperaturen jenseits dieser Grenzen messen können, so besitzen wir in unserem Auge einen Messapparat, der nur von den roten bis zu den violetten Strahlen reicht. Was darunter und darüber liegt, können wir nur schlussfolgern, aber nicht sehen. Vielleicht gibt es Wesen,
welche vollkommener organisiert sind, als wir, welche da, wo für uns die Nacht des Ultraviolett liegt, noch eine glänzende Welt von Farben erblicken, die wir uns nicht einmal zu denken vermögen. Gerade so wie mit dem Licht, so steht es auch mit der chemischen Wirksamkeit der Strahlen. Wir wissen jetzt, dass alle Strahlen des Spektrums, vom Ultrarot bis hinauf ins Ultraviolett, chemisch wirksam sein können. Ihre Wirkung ist nur nicht immer die gleiche. Die grüne Pflanze, das großartigste photochemische Laboratorium, welches je geschaffen worden ist, bedient sich zu ihren Arbeiten nicht des von uns als chemisch bezeichneten violetten und ultravioletten Teils des Sonnenstrahls, sondern ausschließlich des roten. Die violetten Strahlen, welche wir für die chemischen hielten, lässt sie unbenutzt weiter wandern. Das grüne, wohltuende Licht, das uns in Wald und Flur umgibt, das von jedem Blatt, jedem Halm uns zustrahlt, ist weißes Licht, dem die Pflanzen sein Rot geraubt haben. Der Mangel an Rot im Sonnenstrahl wird von unserem Auge als grün empfunden. Andere lichtempfindliche Substanzen absorbieren gelbe, grüne, blaue, violette Strahlen zu ihren Zwecken. Jeder Lichtstrahl ist auch ein chemisch wirkender Strahl, wenn er auf einen Körper trifft, deren Atomschwingungen er zu beeinflussen vermag. Die allermeisten Körper absorbieren das Licht. Wenn sie dabei eine Teilung derselben vornehmen, wenn sie nur gewisse Strahlen zurückbehalten, andere aber unbenutzt wieder abgeben, dann erscheinen uns diese Körper als gefärbt. Unser Kontrollapparat, das Auge, untersucht jedes Licht, das ihnen von irgendwo zugeworfen wird. Und bei manchem Lichtstrahl sagt es: Halt, hier fehlt ein Teil, hier ist etwas weggenommen worden. Und das nennen wir Farbe. Ende von Was ist Farbe? Von einem unbekannten Autor. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.